Rumänien, ich komme wieder. Nach 300 Metern weiter auf M43. Ja, habt ihr es gesehen? Die Rumänen, die hatten euch geguckt. Deutschland, gut, fährt weiter. Und den Ungarn hat euch überhaupt nicht interessiert. Der saß noch nicht mal in seinem Fenster. Der stand dahinter und guckte blöd raus. Hier habe ich einen schönen Platz an der Donau gefunden. Da wieder über Park for Night. Moin, hab ganz gut geschlafen hier. Und der Blick hier am Fenster, das ist einfach bloß der Wahnsinn. Ja, das Pferd muss ich irgendwo da oben losgerissen haben. Da waren einige angebunden. Und ich gerade beim Donau trinken. Da drüben heißt Fack. Nee, anders geschrieben. V-A-C. So, warten wir mal auf die Fähre. Thank you.
LKW verkürzt die Reisezeit in der Slowakei. Lustige Übersetzung schon wieder. Da wird mal schnell Google gefragt und ohne nachzuprüfen, Schilder gemalt. LKW verkürzt die Reisezeit durch die Slowakei. Ja klar, wenn ich zu Fuß laufe, brauche ich länger als wenn ich mit dem LKW fahre. Ich sehe gerade was, die wollen glaube ich zu mir. Muss ich schon weg. Küche ist eröffnet. Ich mache mir heute Hähnchenschnitzel warm. Morgen Kaufland, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Kriegt sowieso kein Geld dafür. Flüssig gewürzt, paniert und gebraten. Spitzenqualität. Okay, wir probieren das einfach mal. Fertignahrung halt. Dazu eine Scheibe Brot und ein bisschen Ketchup oder sowas. Gut. Reicht. Reicht, macht satt. Mehr brauchen wir nicht. Und natürlich ein Pilz. Drei habe ich noch vom rumänischen. So. Dann machen wir die Bilder in die Kamera und gehen zum Abendprogramm über. Ja, übrigens mit meiner Batterie. 90 Amperestunden AGM-Batterie habe ich als Zusatzbatterie. Also für ein bisschen Licht hier drinnen. Und Rechner anmachen. Reicht, ja, ist aus und Kühlschrank vor allem, reicht dicke, wenn ich jeden Tag ein Stück fahre. Also ich hatte ja im Vorfeld schon bloß einen Kühlschrank immer angehabt und wenn ich normal arbeiten war, war der Kühlschrank eigentlich immer kalt jeden Tag. Wenn du voll geladen bist, reicht es auch übers Wochenende, aber viel länger dann auch nie. Ich habe ja hier vorne mein Solarpanel. Das werde ich zum nächsten Campingausflug nur mitnehmen. Also nur mitnehmen und wenn ich länger stehe, wird das halt mal ans Auto gelehnt. Kann man ja dann, also die Ösen kann man ja dann notfalls auch mal anschließen, wenn man weggeht. Weil wenn du das vor allem dann so richtig in die Sonne legst und bloß so hinter der Frontscheibe, die ja auch noch Leistung wegnimmt, dann dürfte das genügend bringen, um mal 3 Tage zu stehen oder sowas.
Prinzip bin ich jetzt ab Polen in einem Ritt nach Dresden durchgefahren und war so gegen 22 Uhr zu Hause. War jedenfalls super in Rumänien, also mir hat es gefallen und ich werde bestimmt wieder mal hinfahren.